Heute geht es mal wieder um ein militärisches Thema. Soldaten kennen das, was ich jetzt zeigen werde. Und zwar will ich euch mal den sogenannten NATO-Draht zeigen oder auch S-Draht genannt. Das ist eine ganz fiese Variante des Stacheldrahts. Ist aufgekommen zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Wurde von den Deutschen produziert und zwar als Materialknappheit entstand. Das heißt, gezogener Draht knapp wurde, da ist man dann auf Blechstanzverfahren gekommen. Der Draht früher war ein bisschen unterschiedlich, der war leichter durchzuzwicken, weil er keine Seele hatte, keinen Draht, wo diese Rasierklingen befestigt waren. Jetzt kommen wir schon mal zu der fiesen Bauart. Ich zeige euch das Teil jetzt gleich mal. So sieht der aus. Das ist ein Banddraht mit scharfen Haken und Widerhaken und Schneiden, das sogenannte S-Draht oder NATO-Draht. Zu dem Gerät kommen wir nachher noch. Der S-Draht ist schwer zu überwinden, ist gefährlicher als normaler Stacheldraht und die Enden lassen sich zusammenfügen von diesen Rollen. Ausgezogen sind diese Rollen 15 Meter lang, wobei diese Spirale 1 Meter Durchmesser hat. Man sperrt damit Geländeabschnitte und kann das Eindringen von Personen und in einem gewissen Teil von Fahrzeugen verhindern. Es gibt also zwei Varianten. Einmal den fertig gerollten auf diesen 15 Meter ausziehbaren Rollen und dann gibt es den Bandstacheldraht. Und dieser Bandstacheldraht, der wird vorwiegend im Waldkampf verwendet. Kann man sich vorstellen, wenn man den in Kopfhöhe oder Bauchhöhe oder auch bloß in Schienbeinhöhe durch den Wald spannt, was der für Verletzungen hervorrufen kann. Man kann also Geländeabschnitte unpassierbar machen. Also ganz ein fieses Teil, würde ich sagen. Jetzt werde ich euch das Teil einmal vorführen. Ich werde es mal abziehen. Das ist also ein sogenanntes Verlegegerät. Auf jeder S-Drahtrolle steht natürlich drauf, dass man nur mit schweren Lederhandschuhen arbeiten soll. Die Verletzungsgefahr ist immens. Wie ich gesehen habe, ist das Zeug auch käuflich, wird angeboten, was mich wundert. Hier ist so ein altes Verlegegerät und auf so einer Rolle sind 100 Meter. Kann man abziehen. Hier vorne ist dann so eine Gelenkrolle, die den Draht umlenkt und man kann den an einer beliebigen Stelle befestigen. Das jetzt mal vor. Der wird dann gerändelt und gedreht. Also das Band wird nicht nur gerade ausgezogen, sondern durch diesen Verlegemechanismus wird der geschränkt und gedreht. Also bildet eine Spirale, dass die Schneiden noch viel mehr nach allen Seiten wirken. Fieses Teil. Verletzungen sind natürlich entsprechend böse. Das war's auch schon wieder. Die kurze Erklärung oder was ist NATO-Draht oder S-Draht? Jetzt wisst ihr es auch. Haltet euch fern von dem Zeug, ist gefährlich. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal.